Ja, hallo zusammen erstmal. Ich bin Tao, einer der Gründer von Mailtastic und wir verwandeln die tägliche Mail-Kommunikation in einen starken Marketingkanal. Und das machen wir über die E-Mail-Signaturen der jeweiligen Mitarbeiter. Das heißt, wir haben eine Cloud-Lösung entwickelt, mit der Firmen einerseits von zentraler Stelle dafür sorgen können, dass die Signaturen einheitlich sind, dem CI entsprechen, rechtliche Änderungen automatisch übertragen werden. Und auf der anderen Seite über die Signaturen messbare, zielgerichtete und dynamische Werbekampagnen auszuspielen. Genau, das heißt, wir bieten eine SaaS-Lösung an, die funktioniert prinzipiell mit allen gängigen Systemen, also auch Office 365, Outlook als Desktop-Client, Apple Mail, Outlook Mac und vor allen Dingen auch natürlich G Suite und Gmail. Vielleicht ein paar Worte über uns. Wir haben uns gegründet, wie man sieht, 0815, beziehungsweise im August 2015, haben jetzt über 1 Million an Risikokapital bekommen, wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als bestes B2B-Startup auf der Webinale und arbeiten momentan mit über 300 Kunden aus der Dachregion zusammen, vom traditionellen Schraubenhersteller bis hin zum modernen Softwareanbieter. Worauf ich ganz stolz bin, wir haben einen besonderen Servicegedanken oder ein besonderes Serviceverständnis. Das heißt, wir haben 98% aller Konversationsratings mit sehr positiven Bewertungen, antworten im Median in 3 Minuten mit unseren Kunden für Anfragen und haben einen Net Promoter Score von plus 46. Ich gehe mal davon aus, das kennen die meisten. genau. Mitarbeiter-E-Mails. Warum ist es überhaupt ein Kanal, mit dem man sich beschäftigen soll? Warum soll man überhaupt Zeit in so eine Signatur investieren? Die Zahlen lügen nicht. E-Mail ist der beliebteste Kanal im B2B- oder im Business-Umfeld. Im Schnitt schreibt ein Mitarbeiter im Jahr so ungefähr 10.000 E-Mails per Hand. Und ein Drittel seiner Arbeitszeit verbringt allein ein deutscher Büromitarbeiter nur in seinen Mails. In Amerika ist die Zahl noch deutlich höher. Die sind noch 2 Stunden pro Tag mehr nur mit ihren E-Mails beschäftigt, als wir hier drüben. Genau, das heißt, da ist schon irgendwie Potenzial, irgendwie ist ein gewisses Volumen da. Wenn man sich mal anschaut, hier ist ein Kundenbeispiel von uns, über einfach einen kleinen Werbebanner innerhalb der Signatur für ein direktes Produktangebot. Und dieser Kunde von uns hat im Vergleich zu AdWords 98% der Kosten gespart. Ist natürlich kein Kanal, den man 1:1 vergleichen kann. Nichtsdestotrotz wurde da pro Mitarbeiter 40 Mal im Monat auf diesen Banner, auf dieses direkte Produktangebot reagiert. In Summe sogar mehr, als überhaupt gesucht wird bei AdWords. Für dieses Unternehmen ist es ein super Upselling-Potenzial über die bestehende Kommunikation. Wer sich vielleicht mit dem Thema Signaturen schon mal beschäftigt hat, der weiß, dass es ohne die richtige Technologie oder ohne die richtigen Hilfsmittel echt schwierig wird, dem Wildwuchs Herr zu werden, eine gewisse Kontrolle darüber zu bekommen und dafür sorgen zu können, dass alles so ist bei den Mitarbeitern, auch wenn sie vielleicht nicht so technisch versiert sind, wie es sein sollte. Die Mitarbeiter werden kreativ, gehen oft davon aus, dass ihr eigenes Selbstverständnis vielleicht doch noch ein bisschen besser ist als das der Company-Brand. Wenn man das Ganze unter Kontrolle hat, sieht es natürlich deutlich professioneller aus, besonders wenn es sich durch natürlich das ganze Unternehmen hindurchzieht. Genau, E-Mail-Signatur-Marketing bedeutet also für uns, ich sag mal, 2 Bereiche. Der eine Bereich ist die Signatur. Darunter verstehen wir Unternehmensdaten, Telefonnummer, Handy oder auch Social Media Links. Die muss natürlich einheitlich sein, die muss unternehmensweit passen. Und der andere Part sind die Kampagnenbanner. Diese Banner lassen sich, ja, gerne. Hallo. Ja. Zum Thema Kampagnenbanner, weil ich habe jetzt zum Beispiel das mit dem Kugelschreiber da, mit dem Stift gesehen. Ja, als Beispiel. Ja. Das ist ja endkundenorientiert. Oder geht das an Businesskunden? Businesskunden. Also wie stellt ihr sicher, dass an einer, zum Beispiel an einer Geschäfts-E-Mail an einen Kunden, ihr wisst, dass der Kunde einer Werbung zugestimmt hat? Das können natürlich wir als übergeordnete Anbieter nicht feststellen. Generell ist es so, dass die meisten unserer Kunden einerseits B2B-Unternehmen sind. Auf der anderen Seite ist die Frage, die man sich vorher stellen darf ich überhaupt die Mail schreiben?
Das ist eigentlich das, was vor dem Werbebanner geht. Wenn ich die Mail schreiben darf, darf ich in der Regel auch werblichen Abbinder mit reinbringen. Dazu habe ich eine ganz gute Meinung von einer renommierten IT-Anwältin. genau, aber natürlich können wir das nicht feststellen, das ist kundenseitig. Genau, wie gesagt, diese Kampagnenbanner, die lassen sich dynamisch verändern, die lassen sich auch rückwirkend verändern. Das heißt, wenn wir jemand morgen eine Mail von mir öffnet, die ich vielleicht letzte Woche schon geschickt habe, sieht er nicht mehr den Vortrag für den Google Cloud, sondern das, was vielleicht morgen aktuell ist oder heute aktuell ist. Diese Banner lassen sich auswerten. Du hast sie jetzt, ja. Können wir vielleicht in dem Zusammenhang vielleicht nochmal Signatur und Signieren vielleicht mal noch aufführen? Ja, also genau, wenn ich von der E-Mail-Signatur spreche, dann meine ich, das Anhängsel in der E-Mail, wo die rechtlichen Informationen wie HAB-Nummer in Deutschland oder der Geschäftsführer aufgeführt sind, die Kontaktdaten und nicht die digitale Signatur im Sinne von der Unterschrift oder der DKIM. Genau. Das heißt, wir kümmern uns wirklich um die Signatur, die jeder so tagtäglich in seinen Mails hat oder haben muss in Deutschland. Genau, wie gesagt, diese Werbebanner lassen sich dynamisch steuern. Die lassen sich rückwirkend verändern, die lassen sich für verschiedene Zielgruppen auch andere Botschaften aussteuern, um somit die tägliche Kommunikation oder das Potenzial dieses Kanals bestmöglich nutzen zu können. Und da gibt es ein weitreichendes Feld von Anwendungsbeispielen. Man kann klar für Produkte werben, Up- oder Cross-Selling im Vertrieb. Man kann für Events werben, das sich natürlich sehr über die Kommunikation oder auch Webinare eignet. Man kann Jobs promoten, weil oftmals natürlich die Mitarbeiter auch mit anderen Unternehmen, Partnern, Dienstleistern in der Region zusammenarbeiten. Und ganz klar, die Unternehmen investieren heutzutage immer mehr in Content Marketing. Laut einer Studie ist es so, dass 68% von dem Content sogar ungenutzt bleibt. Die Signatur ist ein idealer Kanal, den hochwertig erstellten Content an die richtige, an der Hand verlesene Zielgruppe sozusagen zu distribuieren. Genau, wenn man sich jetzt trotzdem fragt, okay, was bringt so ein kleiner Werbebanner in der Signatur oder welchen Werbewert kann der überhaupt haben? Wenn wir ein Rechenbeispiel nehmen von einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, die sozusagen im Mail-Kontakt sind, dann schreiben die im Jahr über 1 Million E-Mails per Hand. Durchschnittlich wird jede E-Mail 2,5 Mal geöffnet. Das heißt, auch wenn man mal antwortet, wenn man eine Konversation hat oder wenn man auch eine E-Mail weiterleitet intern. Das heißt, man hat die Chance, dass die Werbebotschaft über 3 Millionen Mal gesehen wird. Wenn man da eine Klickrate von nur 0,5% zugrunde legt, kriegt man 15.000 Engagements oder über 15.000 Engagements auf sein Angebot. Das heißt, Anmeldungen vielleicht auch für sein Webinar, Teilnehmer für ein Event oder Up- oder Cross-Selling-Potenziale von bestehenden Kunden. Diese Klickrate von 0,5%, die ich hier zugrunde gelegt habe, manche Kunden von uns kommen mit bis zu 6-7%. Das ist natürlich aber schon das obere Ende über diesen Kanal. Die Auswertung der Kampagnen in unserem Tool ist eigentlich ein maßgeblicher Faktor, der einem helfen kann, diesen Kanal überhaupt sinnvoll bespielen zu können, sinnvoll nutzen zu können, weil ich natürlich erfahre, was passiert da überhaupt. Wie oft wird meine Botschaft gesehen? Wie oft wird darauf reagiert? Anhand der Klickrate kann ich natürlich die Relevanz meiner Botschaft ablesen. Hohe Klickrate interessiert meine Zielgruppe, niedrige Klickrate, Thema ist wohl nicht so spannend. In unserer Lösung gibt es im Online-Portal eine detaillierte Auswertung von verschiedenen Kampagnen, von verschiedenen Abteilungen oder Gruppen in den Unternehmen mit der jeweiligen Performance. Im Dashboard bekommt man einen Überblick, was passiert überhaupt wo, wie viele Mitarbeiter spielen aktiv meine Kampagnen aus, welche Kampagne funktioniert vielleicht besser als andere. Einfach für den Marketer, um diesen Touchpoint bestmöglich nutzen und verstehen zu können. Auch mit dem Thema Signatur, was für viele sozusagen der erste Schritt ins Signaturmarketing ist, ist die Vereinheitlichung. Die wollen es erstmal schaffen, dass wenigstens jeder mit einer gleich aussehenden Signatur nach außen kommuniziert, nicht mit dem Geschäftsführer, der vielleicht schon seit einem halben Jahr gar nicht mehr angestellt ist in der Signatur. Und hier ist das Schöne bei unserer Lösung, man hat einmaligen Aufwand, sich ein Template zu generieren und dieses wird automatisch dann mit den Mitarbeiterdaten gefüllt aus verschiedenen Mitarbeiterverzeichnissen. Ob das ein Google Directory ist, ob das ein Active Directory ist oder ob das eine Personalsoftware ist, die über unsere API angebunden wird. Genau, Mailtastic und G Suite, worum es ja heute eigentlich eher geht. ich kann gerne meinem Vorredner anknüpfen zu diesem Punkt
über den App Store und über auch die Entwicklerfreundlichkeit, nenne ich es mal. Wir haben unsere G Suite-Integration schon deutlich länger als unsere Office 365-Integration, obwohl in Deutschland noch Office 365 weiter verbreitet ist. Es ist für uns ein angenehmeres Arbeiten oder eine angenehmere Integration gewesen. Auch die Verknüpfung zwischen unserer Lösung und dem G Suite-Konto ist sehr, sehr simpel. Man loggt sich mit seinem G Suite-Account ein, kann man schon von Beginn aus, verknüpft einmal als Admin sozusagen die Rechte, wählt aus seinem Google Directory die Gruppen aus, deren Signaturen gesteuert werden sollen, und die Signaturen erscheinen einfach im Gmail. Somit könnte man innerhalb von einem halben Tag theoretisch den Wildwuchs von Hunderten oder Tausenden Mitarbeitern ganz einfach in den Griff bekommen. Heutzutage ist es aber natürlich auch so, dass viele noch an alte oder ältere Systeme gewöhnt sind, auch vielleicht aus dem Outlook von mehreren Jahren, mit dem schon gearbeitet wird und man einfach so die Usability hat. Deswegen haben wir festgestellt, bei vielen Firmen ist es heutzutage so, dass nicht nur Bring Your Own Device, sondern Choose Your Own Device oder auch Choose Your Own Mail Client. Es Firmen gibt, die Gmail im Browser benutzen, Kollegen benutzen Outlook, Kollegen benutzen Thunderbird. Es gibt verschiedenste Varianten, wo Firmen den Mitarbeitern überlassen, sozusagen ihren eigenen Mail-Client zu verwenden und sich selbst entscheiden zu können, mit wem sie am einfachsten arbeiten. Sowas ist natürlich mit der G Suite auch möglich. Man kann auch den Outlook-Client anbinden an die G Suite. Und genauso ist es mit Mailtastic möglich, die Signaturen über verschiedene Clients und über verschiedene Endgeräte hinweg einheitlich zu synchronisieren, ohne dass die Mitarbeiter dabei Aufwände entstehen. Genau. Das war es eigentlich schon, der kleine Exkurs zum Thema Signaturen oder Signaturmarketing in der Kombination mit der G Suite. Gerne Fragen dazu. Ich bin ja auch noch ein bisschen hier. Während der Frank noch das Mikro bekommt. Jetzt sind E-Mails ja häufig gerade mit Kunden so ein Ping-Pong-Spiel. Also ich schreibe dem Kunden was, der Kunde antwortet mit einer Frage, dann schreibe ich wieder das zurück. Und häufig entsteht da ein Wust aus ganz vielen Signaturen auch, die dann zum Beispiel unten drunter sitzen, alle untereinander. Wie ist denn das? Also wenn ich jetzt so 20 Mails schreibe, habe ich dann auch 40 Banner in meiner Mail? Und ist das immer der gleiche Banner oder strahlt ihr nur einen aus? Also wie macht ihr das? Kommt drauf an. Kommt natürlich auf die individuellen Bedürfnisse ein. Es ist nicht so in unserem Fall, dass die Signatur immer unten dran gehängt wird, wie es man manchmal kennt bei einer Konversation, dass dann fünfmal ein Signaturblock untereinander hängt als Beispiel. In unserem Fall ist es so, dass die Signatur da eingefügt wird, wo man es möchte. Das heißt, man kann auch mit mehreren Signaturen arbeiten, dass man zum Beispiel eine erste größere hat, eine kürzere abgespeckte zum Antworten als Beispiel. In der Regel propagandieren wir natürlich, dass eigentlich überall der Werbebanner mit rein sollte, weil je öfter er gesehen wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wahrgenommen wird und darauf reagiert wird. Aber das ist in der Regel eine lokale Einstellung, die du in deinem Client treffen kannst. Ja, du hast gesagt, die Inhalte werden dynamisch geladen, so habe ich es verstanden. Also sprich, ich verschicke jetzt eine Mail und die Veranstaltung heute Abend wird abgesagt, wo der Banner dran ist. Also könnte ich zum Beispiel dafür sorgen, Ersatzveranstaltung findet statt am oder was auch immer. Genau. Wie hoch ist denn eure Erfahrung damit, dass Leute Bilder laden ausschalten bei Clients beispielsweise oder auch bei Gmail oder wo auch immer? Also in meinem Dunstkreis ist das weit verbreitet, ganz einfach, weil auch viele mobil unterwegs sind und teilweise nur Edge-Empfang haben. Habt ihr da eine Quote oder eine Erfahrung? Ja, Erfahrung, eine Quote. Weil dann wird ja nichts geladen. Ja. Genau, eine Quote. Dann wird der Alternate, also der Ersatztext dann wahrscheinlich nur angezeigt, aber eben nicht dynamisch. Genau, richtig. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, es kommt so ein bisschen auch auf den Dunstkreis an, das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ich sag mal, die weit verbreitetsten Mail-Clients der Welt heutzutage zeigen Bilder automatisch an. Outlook, Windows ist so ein Kandidat, der ist standardmäßig, also die lokale Einstellung kann man standardmäßig verändern. Wir haben hier nur eine Auswertung, wie oft solche Werbebanner gesehen werden. Also wir können nicht sagen, wie oft sie nicht gesehen werden. Anhand dieser Raten, wenn man das auf den Mailversand zurückschlüsselt, ist es gar nicht so viel, wie man es selbst wahrnimmt. Aber wir können natürlich, es hängt immer so ein bisschen davon ab. Das Schöne ist, in der Auswertung, von der ich vorhin gesprochen habe, weiß ich genau, wie oft die Botschaft überhaupt gesehen wurde. Und dann kann ich natürlich merken, wenn das jetzt irgendwie nur 5-mal war und ich habe es eine Woche laufen lassen als Beispiel, dann wird es wahrscheinlich nicht so oft angezeigt wie andersrum.
Ich habe noch eine Frage. Bei der Auswertung, gibt es da ein persönliches Tracking? Also wertet ihr aus, ob der Oliver jetzt meinen Banner abgerufen hat? Weil ich habe ja dem eine E-Mail geschrieben, da könnte ich ja theoretisch in das Bild, das der abruft, irgendwelche Tracking-Informationen hinterlegen. Ja, also wir tracken die Daten nicht personenbezogen, auch die Kampagnendaten nicht personenbezogen. Das hat datenschutzrechtliche Gründe in Deutschland. Das heißt, wir werten die Kampagnen global aus. Wir sagen nur, okay, es hat jetzt jemand darauf reagiert, es haben insgesamt global gesehen so und so viele Personen reagiert, so relevant war die Kampagne. Also eher aus sag ich mal, Kampagnensicht und nicht userbezogen. In unserer weiteren Entwicklung möchten wir natürlich, dass das Tracking oder auch dass die Informationsgehalt noch weiter verdichten und sind da am Evaluieren, wie man das natürlich nach geltenden Gesetzen auch umsetzen kann, so ein bisschen. Letzte Frage von Frank. Da habe ich auch eine Anschlussfrage dazu, die ganz gut dazu passt. Ich denke jetzt auch mal so in Richtung Salesforce und mit deren CRM-System und Verknüpfungen. Könnte ich denn beispielsweise oder kann ich das vielleicht in der Zukunft sagen, okay, von dem Kunden weiß ich jetzt, der hat schon 2000 Stifte gekauft, der will keine mehr. Alle bekommen die Stifte angezeigt, aber der Kunde bekommt was anderes angezeigt. Oder die Mail-Domain, an die das geht, bekommt bestimmte Dinge angezeigt. Ist das möglich oder wird das möglich sein? Da geht die Entwicklung jetzt hin. Das heißt, wir arbeiten genau an diesen Themen aktuell, dass man sozusagen diese Kampagnen automatisiert personalisieren kann, anhand von bestimmten Kriterien, ob das die Domain ist, ob das die Region ist, wo die Mail geöffnet wird, ob das verschiedene andere Kriterien sind, zum Beispiel die Kommunikation mit einem CRM-System. Da arbeiten wir eigentlich tagtäglich dran, dass es da immer weitergeht. Genau, das ist natürlich ein hochspannendes Feld, je weiter man da reinkommt, weil man natürlich noch besser die Kampagnen automatisiert oder auch in Masse personalisieren kann. Und dann sind die Engagement-Raten natürlich noch höher, die Leute reagieren noch besser darauf. Genau, da arbeiten wir eigentlich tagtäglich dran. Momentan ist es schon so, dass wir auch einem User mehrere Signaturen gleichzeitig bereitstellen können und er zum Beispiel im Vertrieb kontextbezogene passende Kampagne manuell mit ausspielt. Aber das ist natürlich nicht das, wie es die Endlösung sein sollte oder wie es funktionieren sollte. Okay, ciao. Vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag. Gerne. Danke für die Zeit und das Zuhören.